haben die Gefährten Durst. Was macht der Prophet a.s.w.? Er nimmt sich einen Pfeil und dieser Pfeil wird in einen da reingesteckt, wo vorher das Wasser war, und es fängt wieder an zu sprudeln und das Wasser kommt raus. Warum erwähne ich das? Weil es gibt einige Leute, die sagen, der Prophet a.s.w. hatte keine Wunder gehabt. Jesus hatte Wunder, warum hatte der Prophet Mohammed a.s. keine Wunder? Erstmal sagen wir, er muss nicht unbedingt mit Wundern kommen, sondern die Botschaft ist erstmal entscheidend. Aber er hatte viele Wunder. Die Stunde ist nahe gekommen und der Mond hat sich gespalten. Beispielsweise, der Prophet hat den Mond gespalten in zwei Teile. Wenn das heute jetzt sagen, hier, tickst du nicht sauber. Man hat jetzt in China hat man ein Kloster gefunden, davon habe ich gelesen, in einem Berg. Und da steht dann drin in dem Kloster, dieses Kloster, oder nicht Kloster, wie so ein Tempel, so ein kleiner, wurde gebaut in dem Jahr, wo der Mond gespalten wurde. Und dann hat man das zurückverfolgt, dann haben die das Jahr angegeben, und das ist genau, das passt ungefähr genau überein mit dem Jahr, wo der Prophet a.s. zum Mond gespalten hat. Dann gibt es diese Bilder vom Mond, da weiß man natürlich nicht, sind das Krater oder nicht, wo es wirklich so aussieht, dass da, als wenn da ein Riss drin gewesen wäre. Da sagen andere, ja, hör mal, der Mond, warum haben wir davon nicht so viele Berichte in der Geschichte? Wir sagen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstmal, es kann sein, dass es von anderen Ländern abgeschirmt war, dass sie es nicht sehen konnten. Aber wir haben Leute, die es gesehen haben. Wir haben die Sahaba, die es gesehen haben. Wir haben Leute, die dabei waren. Guck mal, 100.000 Leute waren in Hajjatul Wada dabei gewesen. Und die lesen alle den Koran. Und hören alle die Geschichten. Da hätten die alle gesagt, hör mal, das ist doch totaler Quatsch, was du erzählst. Was sie erzählt, das ist doch gar nicht passiert. Hätten den Koran verleugnet. Ja. Die andere Sache ist, dass wir natürlich vorstellen können, wenn sowas aufgeschrieben wird, wie viele historische Belege sind verschwunden. Wie viele historische Belege sind verschwunden. Und wenn die wissen, dass dadurch die Leute den Islam annehmen, und dadurch ihr Geld bei diesen ganzen Kapitalisten verloren geht, ja. Ja, ist doch klar, dass die das nicht ans Licht bringen wollen. Aber dann kommen sie mit einem Beweis von Koran und Sunna und wollen sagen, ja guck mal, wir haben Beweis von der Sunna, dass der Prophet a.s. keine Wunder gebracht hat. Dann sagen wir, komisch, also du hast jetzt einen Hadith, wo steht, der Prophet hat keine Wunder gemacht, diesen Hadith nimmst du, aber diesen Hadith hier, wo steht, dass er den Mond gespalten hat oder mit dem Pfeil, dass das Wasser rausspult, den nimmst du nicht. Das ist aber sehr merkwürdig. Und die nehmen den Hadith, wo der Prophet sagt, ma min nabiyin min al-anbiya, ma min al-anbiya, ma min nabiyin min al-anbiya, illa utiyahu min al-ayat, ma amana alaynas. Wa innama utiitu wahyin awhahu Allahu ilayh, fa arju an akuna aktharu mutabi'an yawm al-qiyamah. Okay, ma qala. Das heißt, der Prophet a.s. ja, sagt, jeder Prophet hat ein Zeichen bekommen von Allah, wodurch die Menschen an ihn geglaubt haben. Und mir ist nur, innama, mir ist nur ein Wahi gekommen, der Koran. Und so hoffe ich, dass ich am jüngsten Tag derjenige bin, der die meisten Folgen hat. Nur, innama. Aber dieses innama muss nicht unbedingt heißen nur. Und das zeigt, was diese Leute für eine Krankheit im Herzen haben. Allah sagt im Koran, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ لَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ التَّأْوِيلَ إِلَّا اللَّهُ. Er sagt, das Buch ist herabgesandt worden, das sind klare Sachen und mehrdeutige Sachen. Und die Leute, die eine Krankheit im Herzen haben, die nehmen eine mehrdeutige Sache, interpretieren die in ihrem Lichte, um damit Fitna zu erzeugen und abzuschweifen vom Weg, sinngemäß. Guck mal jetzt, innama kann man auch anders verstehen, aber sie wollen das unbedingt so verstehen, um die Wunder des Propheten abzuweisen. Und nehmen Hadith, aber zig andere Hadithe, wo steht, dass der Prophet Wunder gemacht hat, nehmen sie nicht. Guck mal, diese Krankheit im Herzen. Und außerdem, dieses Wort innama heißt nicht unbedingt, dass er nur dafür gesandt worden ist. Zum Beispiel, was sagt Allah über den Propheten? Innama anta mudhakkir. Sagt er, innama anta mudhakkir. Weil, aber an der anderen Stelle sagt er, ja, sagt er was?
وما أرسلناك إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. Andere Stelle sagte, شاهدا ومبشرا ونذيرا. Als Zeuge, Frohbotschafter und Warner. Das heißt, ist absoluter Quatsch ist das. Aber wie gesagt, das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben, weil, damit ihr diese Regel versteht, wenn Leute heutzutage kommen und wollen Zweifel gegen den Islam wecken, damit wir Verständnis haben von der Religion, innama kann mehrere Bedeutungen haben. Ja, dann, dass wir verstehen, immer die eindeutigen Verse nehmen und nicht die mehrdeutigen und nicht an den mehrdeutigen Versen aufhängen. Und das ist ein Zeichen, wie gesagt, von Alul Bida und von Alul Dalal.